dicke Mandeln, Halsschmerzen. Was kann denn dahinter stecken? Der ein oder andere kennt Mandelentzündungen schon, aber was es auch gibt, ist das Epstein-Barr-Virus, die sogenannte infektiöse Mononukleose, bei der es ebenso zu einer ausgeprägten Schwellung der Lymphknoten kommt und zu den entsprechenden Beschwerden wie Schluckstörungen, Fieber und Halsschmerzen. Und was bedeutet überhaupt Epstein-Barr-Virus? Die infektiöse Mononukleose, ja, so ist das eben medizinisch bezeichnet, pfeifersches Drüsenfieber, ist eine Erkrankung, die sich durch dieses Virus, EBV-Virus, verursachen lässt. Und es ist eine extrem ansteckende Erkrankung. Und die meisten hatten diese Infektion schon, aber die meisten haben es gar nicht erst bemerkt. Denn die Durchseuchung ist extrem hoch und man sagt, dass ca. 90% aller Menschen in Deutschland dieses Virus durchlaufen haben und in sich tragen. Und die EBV-Infektion, das ist das Besondere, wird häufig durch direkten Mundkontakt, zum Beispiel Speichelkontakt, übertragen. Deswegen nennt man es auch Kissing Disease. Denn durch das Küssen wird der Erreger übertragen und verursacht dann auch bei der anderen Person Halsschmerzen. Und was ganz besonders ist, wenn dann die Schwellung stattfindet, die Mandeln sich vielleicht gereizt anfühlen, dann geht der ein oder andere vielleicht zum Arzt und man vermutet eventuell auch eine Infektion durch Bakterien. Das kennt man ja, eine bakterielle Infektion. Dann kriegt man Antibiotika und merkt, es wird nicht besser. Vielleicht kriegt man sogar ein sogenanntes Arzneimittelexanthem. Also einen ausgeprägten rötlichen Ausschlag am Körper, der ganz häufig auftritt, wenn man bei einer EBV-Infektion ein Antibiotikum verschreibt. Und das ist etwas Typisches, das ist etwas, was viele verunsichert. Deswegen ist es auch so wichtig, bei einer Infektion, einer Schwellung im Halsbereich, dass man auch an den Erreger, den Viruserreger EBV denkt, denn die Therapie ist eine komplett andere. Hier können wir nicht mit Antibiotika behandeln, da sie nicht wirksam sind bei Viren. Hier brauchen wir andere medizinische Behandlungen, zum Beispiel fiebersenkende Medikamente, dann viel Flüssigkeit, Ruhe und vor allem Geduld. Und natürlich sollte man kontrollieren, wie das Blut ist, also einmal die sogenannten Leberwerte, denn die Leber kann bei einer EBV-Infektion stark leiden. Und man sollte sich auch die Milz angucken, denn viele haben auch eine Schwellung der Milz. Das erstmal grundsätzlich zu der EBV-Infektion. Das heißt, wenn man eine Schwellung, Schmerzen, Fieber hat, dass man da auch immer darüber nachdenkt, den Arzt in den Hals gucken zu lassen. Und charakteristisch ist, dass man keine Eiterstrippen auf den Mandeln hat, denn es ist eben keine bakterielle, eitrige Infektion. Und man sollte eine Blutuntersuchung durchführen. Man kann relativ schnell im Körper dann oder im Blut nachweisen, dass der Erreger aktiv ist. Und wenn eben der Erreger nachgewiesen werden kann, dann keine Antibiotika einnehmen, sondern sich schonen und abwarten. Das Besondere ist übrigens, je später die Infektion auftritt, also das heißt im Erwachsenenalter, umso ausgeprägter sind die Beschwerden. Das heißt, die Betroffenen können tatsächlich hohe Fieberschübe haben, ein starkes Abgeschlagenheitsgefühl entwickeln und sich lange Zeit geschwächt fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich in dieser Zeit besonders schont und auch engmaschig vom Arzt begleiten und kontrollieren lässt. Denn das hilft dann im Verlauf, dass man nicht nach Monaten vielleicht noch die Erkrankung bemerkt. Das ganz grundsätzlich zu der EBV-Infektion, dass wir Dermatologen dann auch meistens sehen, wenn Antibiotika gegeben worden sind und ein plötzlicher Hautausschlag auftritt. Von daher stehen wir auch bei der EBV-Infektion gerne zur Seite, behandeln über die Dermanostik-App. Und wenn noch Fragen bestehen, dann gerne eine Nachricht an uns. Wir freuen uns, diese zu beantworten.